das Tor vom Igor De Camargo, ja. So, das war halt so eine Explosion, ne? Da ist dann ja. Das ganze Stadion explodiert. Ja. Und dann hat man natürlich auch so einen Marco Reus, der dann explodiert sensationell ist, ja. Drauf war, so, der uns wirklich die Spiele im Alleingang auch geholt hat. Bastian Schweinsteiger geknickt, Torben Marx oben auf. Das ist halt ein Klassenunterschied. So 2009 ging es dann weg von Bielefeld nach Mönchengladbach. Wieder ein, sag ich mal, ein größerer Verein. Ja, also ich denke mal, da hast du dich sehr gefreut, oder? Als es geklappt hat damals, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es war ja der Michael Fronzek dann auch, den ich in Bielefeld hatte. Wir hatten einen guten Draht zueinander und ich weiß noch, mein Vertrag ist ausgelaufen. Bielefeld wollte für 4 Jahre verlängern. So, da habe ich aber gesagt, uff, ich brauche noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen. Ja. Und ja, und dann hatte ich mit Michael Fronzek telefoniert. Der hat auch gesagt, ja, wenn du noch nirgendwo unterschrieben hast, warte mal. Ich könnte sein, dass ich irgendwo Trainer werde, was auch für dich interessant wird. So, und dann ja, hatte ich das so ein bisschen über Wochen hingezogen. Und weiß ich noch, dann war ich mit einem Freund im Sommerurlaub dann auf dem Tennisplatz gerade. Und dann ja, hat mich der Max Eber dann angerufen und hat gesagt, ja, hier, Michael Fronzek ist unser neuer Trainer. Und wir würden dich ganz gerne in unserem Verein dann auch haben. So. Und da habe ich gesagt, ja, hört sich super an. Also kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja. Und dann, so wie es dann halt ist, dann hat der Max Eber direkt gesagt, okay, dann werden wir den Rest mit deinem Berater klären. Also, ja. Ja, das waren dann 2 Telefonate und dann war die Sache durch. Also, genau, und dann habt ihr auch das erste Jahr relativ stabil im Mittelfeld verbracht. Du warst Stammspieler bei Gladbach. Damals waren schon, Arango war schon da, Reus war, glaube ich, auch schon da. Genau. Dante auch. Und dann musste es aber erstmal richtig scheiße laufen, sag ich mal auf Deutsch gesagt, bevor es dann nachher durch die Decke ging. Also ich spiele an auf die Saison 2010, 2011, also auf dein zweites Jahr in Gladbach. Da habt ihr zum Beispiel am Anfang 6-3 in Leverkusen gewonnen, also gut gestartet eigentlich. Und dann verliert ihr 4-0 gegen Frankfurt und 7-0 gegen Stuttgart. Ja. Ich glaube, Progrebnak hat 3 Tore gegen Gladbach gemacht in dem Spiel. Ja. Und ihr habt nicht jetzt so hoch verloren die ganze Zeit, aber es lief erstmal richtig schlecht. Ja. Was war in dieser Mannschaft, in der diese Spieler ja schon waren, was habt ihr da einfach nicht auf die Kette bekommen, böse gesagt? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich weiß noch nach dem Leverkusen-Spiel, wo wir 6-3 war das, glaube ich, gewonnen haben. Da weiß ich noch, der Flacco, also Patrick Herrmann, auch im Interview danach, ja, für uns sind nach oben keine Grenzen gesetzt. So, ne? Und ich glaube, da hat man schon gemerkt, vielleicht, vielleicht sollten wir uns mal wieder aufs Spielen konzentrieren und nicht jetzt denken, wir sind jetzt schon die neue Fohlen-Elf. So. Ja. Und ja, ich glaube, das war dann auch so ein bisschen Punkt, dass man so alles ein bisschen hat schleifen lassen, dass man vielleicht gedacht hat, man ist besser, als man eigentlich ist. Und ja, durch die schlechten Ergebnisse dann, wie in Stuttgart zum Beispiel, dann hat es auch in der Mannschaft nicht mehr ganz so gut funktioniert, muss ich sagen. Da hat man so ein paar Charaktere drin, die dann auch mehr an sich nur gedacht haben, als an den Verein. Okay. Das war leider so. Dann hatte man sicherlich war auch... War Mo Idrissou damals bei euch in der Mannschaft? Mo war zu dem Zeitpunkt... Weiß ich nicht. Oder, also ich denke mal jetzt... Ich glaube, jetzt der war da schon. Ja, ich glaube, der war schon. Aber also, ich meine, ich kann es ja auch sagen, so ein Karim Madmour war sehr schwierig. Okay. So ein Michael Bradley... So, das waren halt so Typen, sicherlich gute Spieler, aber doch vielleicht ein bisschen zu egoistisch, wo die gesagt haben, ist mir egal, was mit dem Verein passiert. Okay. Und das war halt dann so ein bisschen schade, muss ich sagen. So, und dadurch sind wir dann auch so ein bisschen nach unten, wir sind extrem nach unten reingerutscht. Also ich weiß noch damals auch Freunde von mir im Umfeld, die Gladbach-Fans sind, die sind damals so ein bisschen... verzweifelt einfach, weil irgendwie hat man dann ja doch immer mal wieder gesehen, da könnte vielleicht dann noch mehr gehen oder gute Spieler. Ja, wir hatten eigentlich ja auch gute Spieler in der Mannschaft. So. Ja. Das hat man ja dann auch zum Ende in der Saison wieder gesehen. Aber ja, wir hatten dann auch Verletzungspech, wichtige Spieler sind dann mal ausgefallen und irgendwie hat das, kamen wir auch mit der Situation nicht so richtig zurecht. Und dann hattest du auch noch so einen Raul Bobadilla, den hatten wir auch noch.
Der hat dann auch sich sehr, sehr komisch benommen innerhalb der Mannschaft. Und das war dann alles so unruhig. Und das funktioniert dann nicht, nicht auf dem Niveau. Dann kam ja Lucien Favre. Und mehr oder weniger schlagartig habt ihr dann euch ja quasi dann noch wirklich von der Mannschaft sicherer Absteiger dann noch in die Relegation gekämpft. Was hat ihn als Trainer ausgezeichnet? Du hattest ihn ja dann auch einige Jahre danach auch. Ja, ja, was er natürlich als erstes gesehen hat, diese schwierigen Charaktere so ein bisschen auszusortieren. So, das hat er echt gut gemacht, hat da ein richtig gutes Auge für gehabt. Und dann hat er es einfach geschafft, der Mannschaft ganz, ganz schnell einen Stempel aufzudrücken. So, er hat nicht gesagt, wir sind im Abstiegskampf, wir müssen nur verteidigen, sondern er hat versucht, offensiv und defensiv spielen zu lassen, dass wir eine gute Mischung haben. Und ja, jeder Spieler wusste einfach, was er zu tun hat. Und dann kam einfach irgendwie durch die Ergebnisse kam dann auch das Selbstvertrauen wieder zurück. Und dann hat man auch gesehen, die anderen Mannschaften, ich glaube Frankfurt war das dann, die haben dann ganz, ganz wenig Punkte nur noch geholt. Die haben damit gar nicht mehr gerechnet, dass sie da unten noch reinrutschen. Ja. Und das war für uns dann halt so, wo wir sagen, wir können es echt schaffen. Ja. So, klar war das vor jedem Spiel wie so ein Endspiel, ne, weil du gesagt hast, heute müssen wir gewinnen. Ja. Und dann hatten wir natürlich auch so einen Marco Reus, der dann explodiert sensationell ist, drauf war, so, der uns wirklich die Spiele im Alleingang auch geholt hat. Ja. Und das war dann schon echt eine verrückte Zeit. Ja, glaube ich. Also ihr habt dann, seid dann in die Relegation eingezogen und habt dann da auch Bochum geschlagen. War auch dann ein knappes Ding. Das Tor von Igor De Camargo hier ist, glaube ich, das hat jeder Gladbach-Fan ganz tief im Herzen. Ja. Nach der Saison war es, oder auch in diesem Moment, war also die Relegation einfach nur erleichtert gewesen? Oder ist man dann, feiert man das so wie eine Meisterschaft? Wie kann man sich das, das Innenleben eines Spielers dann nach so einer Saison vorstellen? Ja, das Verrückte ist ja, wir sind ja eigentlich mit einem guten Gefühl dann in die Relegation, weil wir halt das noch geschafft haben, überhaupt da reinzukommen. Ne? Und ich weiß noch, am letzten Spieltag war dann in Hamburg und da hätte alles passieren können. Wir hätten uns direkt retten können, hätten auch direkt absteigen können, konnten in die Relegation kommen. Also das war, ich weiß noch, da war ich auf der Bank gewesen, habe mich warm gemacht und ich war wirklich so ein bisschen wie gelähmt beim Warmmachen, ne? Weil ich so, du weißt gar nicht, wo du mit deinen Gefühlen hin musst oder hin sollst oder hin kannst. So. Und dann haben wir, glaube ich, 1-1 gespielt und Lucien Favre kam dann nach dem Spiel in die Kabine und hat so rumgeschimpft und rumgemeckert und wir alle, was ist los? Wir haben die Relegation, wir können es schaffen. So. Ja. Und dann ist es so, dass du halt in der Woche zum ersten Spiel, dann geht dir alles nochmal durch den Kopf irgendwie. Ne? Du sagst, du hast jetzt die Relegation, aber eigentlich hast du noch gar nichts geschafft. So, wenn du jetzt gegen Zweitligisten das nicht schaffst, dann bist du der größte Idiot. So. Also ist da schon extremer Druck und so einen Druck hatte ich, glaube ich, sonst nie wieder in meiner Karriere, so wie vor so einem Relegationsspiel. Und dann hier zu Hause das Hinspiel, dann kurz vor Schluss das Tor vom Igor De Camargo, so, das war halt so eine Explosion, ne? Da ist dann das ganze Stadion explodiert. Ja, glaube ich. Und die Leute von der Bank alle zur Eckfahne gerannt. Und dann bist du halt mit einem guten Gefühl ins Rückspiel und hast gesagt, komm, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Ja, und dann kommt nach ein paar Minuten Eigentor vom Nordfight, war das? Harvard Nordfight? Kann sein, weiß ich. Und dann steht es auf einmal wieder 1-0 für Bochum. Ja. So. Und dann war echt sehr, sehr spannend. Und dann zum Schluss dann zum Glück dann Marco Reus noch ein Tor. Und dann war die Sache entschieden. Und danach ist einfach nur pure Freude, Erleichterung. Und sind wir danach dann auch hier ins Stadion gefahren. Dann war noch die ganze Tribüne hier voll. Und ja, dann weiß ich noch, dann habe ich die Nacht durchgemacht. Und ich konnte dann, war vielleicht nicht ganz so clever, aber dann bin ich mit meinen Kindern dann zum Kindergarten gelaufen. Sonst habe ich dann mal mit dem Auto gefahren, dann bin ich mit denen gelaufen. Aber ich konnte nicht schlafen, weil ich war so aufgewühlt. Ja. Also dann zu dem Zeitpunkt ging es dann noch, da habe ich ein paar Wasser getrunken gehabt. Also habe ich meine Kinder heile dann zum Kindergarten gebracht. Aber das war echt, war dann schon schön dann danach. In dieser Mannschaft ist dann eben auch Marco Reus gewesen oder sein Stern so richtig aufgegangen. Auch Marc-André Ter Stegen als ganz junger Spieler hat dann, glaube ich, schon am Ende dieser Saison dann gespielt in diesen wichtigen Spielen und enorm unter Druck. Denkt man da viel, also ihr habt ja sicherlich im Training gesehen, wie gut dieser Torwart ist, aber habt ihr euch da gedacht, oh Mann, jetzt stellt der echt einen 17-Jährigen ins Tor? Ich glaube, er war 17 Jahre alt damals oder 18. Kann sein, ja, der war, ich glaube, 18. Hat man da als Mitspieler dann trotz des Talents eher ein Gefühl, wo man sich denkt, oh, Trainer, mach das lieber nicht, oder?
hattet ihr schon gedacht, komm, der Junge, der ist so gut, der packt das? Ja, wir haben das eigentlich schon direkt gesehen, dass er das packen kann. Weil er hat da einfach diese Ausstrahlung, ihm war alles so scheißegal, sage ich mal. Er war so ehrgeizig, so fokussiert auf seinen Beruf, auch schon in dem Alter. Und es war halt auch so, dass, ich glaube, Logan Bailly war da im Tor gewesen. War jetzt auch nicht ganz so sicher dann mehr am Ende. Und da haben wir gesagt, es macht einfach auch Sinn. So, und der Trainer hatte dann den Mut. Ich glaube, das war sogar, war das ein Derby oder so, sein erstes Spiel? Ich glaube, ja, gegen Köln, oder? Genau, ja. Und das ist natürlich dann nochmal so, wo man sagt, pff, krass, aber der wird es schaffen. So. Okay. Und ja, so war es dann auch. Hast du da als älterer Spieler nicht vorm Spiel nochmal gedacht, ich muss dem jetzt nochmal was sagen? Ja, klar, sind wir dann auch nochmal hin und mach's einfach wie immer. Ja. Ne? Und, aber hat ihn gar nicht interessiert. Der war so, wie gesagt, so von sich überzeugt. Der wusste, er ist so gut. Jetzt ist er endlich dran. So hat er, glaube ich, gedacht. So, endlich hat das Warten Ende. Und dann... Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ihr habt es dann absolut. Ja noch geschafft. Und dann waren, also, sag ich mal, diese schwierige Zeit war dann auch eigentlich wie weg für die nächsten Jahre. Also Gladbach hat dann in der nächsten Saison eine ganz andere Rolle gespielt. Ihr habt quasi da weitergemacht, wo ihr dann am Ende der Saison aufgehört habt. Ihr habt seid dann, glaube ich, Vierter geworden in dem Jahr. Ja, also das war doch wahrscheinlich einfach eine richtig geile Zeit, so mit den ganzen jungen, hochtalentierten Spielern, Reus und so. Ja, auf jeden Fall. Also diese Relegation, die hat dem Verein und auch der Mannschaft so viel gegeben, auch so einen Zusammenhalt, dass einfach nur Freude war, zu trainieren dann, zu spielen und dann hattest du auch gute Ergebnisse und dann hast du halt so Spieler wie ein Arango, wie ein Reus, die natürlich auch, wo es einfach auch schön ist, zuzuschauen, ne? Ja. Wo man dann selber denkt, okay, nur nicht negativ auffallen, lass die mal machen. Und das war echt, hat Spaß gemacht, muss man schon sagen. Ihr seid dann ja auch, also habt dann Vierter geworden, also Champions League Qualifikation im Jahr darauf, da habt ihr dann verloren gegen Kiew, seid ihr dann, habt das knapp nicht geschafft, aber dann trotzdem Europapokal gespielt. Du hast dann auch viel gespielt, Marseille und so weiter. Und warst da ja dann auch schon in einem fortgeschrittenen Fußballalter, hast du wahrscheinlich auch diese internationalen Reisen mit dem Verein Gladbach, ich glaube, da war auch damals eine riesen Euphorie, als dann wieder europäisch gespielt wurde. Wie hast du das so wahrgenommen? Ja, da war natürlich eine riesen Vorfreude schon mal gewesen. Ne? Ja. Und das Schöne, was ich schön fand, war, dass wir wirklich eine sehr interessante Gruppe hatten. Wir hatten dann Fenerbahce, Istanbul, Olympique Marseille, dann aus Zypern eine Mannschaft. Und dann sind wir eine Runde weitergekommen, haben dann gegen Lazio Rom gespielt. Und das waren halt wirklich, waren für uns wie Feste halt. Ja, ne? Also das Stadion war voll, was du bei anderen Vereinen jetzt nicht so hast in der Europa League, aber hier hat sich jeder drauf gefreut. Und die Gegner waren interessant. Ja. Hat Leo Klose damals eigentlich bei Lazio Rom mitgespielt? Nee, okay. Der war, ich weiß nicht, wo der da war, aber da war er nicht. War nicht auf Platz, okay. Aber trotzdem gereicht für uns. Und das war schöne Momente auf jeden Fall. Ja. Gerade so nach so einer Vergangenheit wie mit der Relegation und dann auf einmal bist du in der Europa League. Das war schon schön. Ja, und wie gesagt, in der Zeit hattest du auch einen großen Anteil als erfahrener Spieler in dieser Mannschaft. Saison 12-13 war es, glaube ich. Da habe ich auch noch ein Foto von dir. Kannst du dich noch dran erinnern wahrscheinlich, oder? Ja, das... Können wir das vielleicht noch so ein bisschen in die Kamera halten. Bastian Schweinsteiger geknickt, Torben Marx oben auf. Das ist halt ein Klassenunterschied. Ne? das war natürlich dann, weil das letzte Hinrundenspiel war das gewesen, Freitagabend. Und dann habe ich beim Stand von 0-0 einen Elfmeter geschossen. Ja. In der Allianz Arena war auswärts. Genau, in München, Allianz Arena gegen Manuel Neuer. Genau. Wird das Tor natürlich irgendwie auch nochmal ein bisschen kleiner. Und dann habe ich den Ball gut getroffen und dann von mir aus ins rechte Eck. Ja. Und leider habe ich dann auch fast das 1-1 gemacht, muss man sagen. Ich hätte es jetzt nicht angesprochen. Dann Punkt geholt in München. Ja, genau. Aber das 1-1 war dann halt auch mein Fehler. So, deswegen hat das so ein bisschen dann getrübt, die Freude über den Elfmeter. Und auf diesem Foto ist auch schon Oskar Wendt drauf, also der einfach hier immer noch ist. Schöne Zeit auf jeden Fall in Gladbach, würde ich sagen. Dann warst du noch bis 2015 hier, hast dann deine Karriere auch beendet.
da könnte man 34, okay, ist schon ein Alter, wo Fußballer öfters mal ihre Karriere beenden, aber trotzdem hätte es ja noch sein können, USA etc. Mhm. Keine Lust auf ein Abenteuer gehabt, sage ich jetzt mal? Nee, nicht wirklich. Also ich muss sagen, mir hat es dann wirklich komplett gereicht. So, ich habe dann 15 Jahre im Profifußball, ich konnte 15 Jahre Profifußball spielen. Mhm. Und dann habe ich am Ende schon gemerkt, so jetzt ist es zu Ende. So, also der Verein hatte mir auch nochmal angeboten, nochmal ein Jahr Amateure zu spielen, so ein bisschen für die jungen Spieler da zu sein. Mhm. Aber ich hatte diesen Ehrgeiz dann nicht mehr. Und ja, so körperlich hat man auch gemerkt, wird alles ein bisschen schwieriger. Du hast ja auch 255 Bundesligaspiele oder 53 Bundesligaspiele hinter dir, ja. Und da habe ich gesagt, nee, komm, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dann aufzuhören. Ich war dann 34 und ja, umziehen wollten wir sowieso auch nicht mehr. Ich hatte dann schon zwei Kinder, die dann auch schulpflichtig waren und deswegen war alles gut. Und ich bereue keinen Tag, muss ich sagen, dass ich sage, ich habe einen Tag zu früh aufgehört oder eine Saison oder weiß ich was. Okay. Also ich habe nicht einen Tag bereut dann. Also hast du es auch von Anfang an, sage ich mal, dann genießen können, diese Nachteile, sage ich mal, die das Profileben hat, Ernährung, was weiß ich, man hat jeden Tag Training, man hat nicht so viel Zeit für die Kinder. Konntest du so sofort Absolut. Also genießen? Ich habe ja auch schon, ich glaube, vor meiner letzten Saison habe ich ja schon gesagt, oder in der Winterpause, ich weiß nicht mehr, dass ich dann am Ende des Jahres dann aufhören werde. Deswegen konnte ich mich da auch so ein bisschen drauf vorbereiten. Mhm. Aber klar ist es dann so, wenn es dann soweit ist, dann ist es trotzdem erstmal so, ja und jetzt? So. Aber ich habe es genossen, muss ich sagen, weil, wie gesagt, ich habe zwei Kinder, mit denen konnte ich dann viel machen. Gerade die Wochenenden hatte ich dann wieder frei. Man konnte auf Geburtstage gehen oder wenn du auf Grillpartys oder was weiß ich. Man war da komplett frei und das habe ich dann auch erstmal wirklich genossen, muss ich sagen. Es ist ja auch so, dass manche Spieler dann eigentlich in diesem Kreis Bundesliga direkt bleiben, beim Verein irgendwie, weiß ich nicht, Trainer werden im Juniorenbereich auch direkt. Wolltest du dann auch mal ganz bewusst erstmal Fußball, also oder auch diese ganze Branche erstmal so ein bisschen hinter dir lassen und dich mal so selbst? Genau. Also es war ja, wo ich noch aktiv war, also gerade so im letzten halben Jahr hatte ich dann die Gespräche mit dem Verein. Mhm. Der Verein hatte auch gesagt, sie können sich ganz gut vorstellen, dass ich im Verein was mache. Mhm. Wir waren uns aber noch nicht einig über oder auf welcher Position oder ob in der Geschäftsstelle oder als Trainer. Und da hatte ich dann erst so gesagt, ja, wenn, dann würde mich eigentlich mehr so die Geschäftsstelle interessieren, weil ich jetzt nicht so unbedingt auf dem Platz stehen wollte und mehr. Dann habe ich aber gesagt, eigentlich will ich erstmal Abstand gewinnen von dem Ganzen. So, und dann habe ich da wirklich mir die Zeit auch genommen und dann hatte ich dann in der Zwischenzeit dann was anderes ergeben. Dann habe ich eine Firma aufgemacht gehabt mit dem Mike Hanke damals zusammen. Genau. Und und dann habe ich irgendwann zum Verein gesagt, seid mir nicht böse, aber ich möchte eigentlich im Vereinsleben nicht mehr aktiv sein. Und wie ist es jetzt? Also du hast dann mit Mike Hanke ein Lifestyle-Portal, Trivela, ist das richtig? Trivela eröffnet. Hast auch eine Ausbildung angefangen im Versicherungsbereich? Ja, da habe ich mal so reingeschnuppert, sage ich mal. Also ich bin dann aus dem Trivela da ausgestiegen, weil es ja hat nicht so ganz gepasst dann. Und habe dann überlegt, was kann ich denn machen? Und dann bin ich zu jemandem ins Büro, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe. Und da ging es eigentlich mehr um Immobilien. Er macht aber auch Versicherungen und da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt eh hier im Büro bin, dann kann ich auch mal so eine Ausbildung anfangen und mal gucken, ob es vielleicht was für mich ist. Mhm. So, da habe ich aber auch gemerkt, ist jetzt nicht so ganz mein Bereich, der mich so interessiert. Mhm. Und dann habe ich da auch wieder aufgehört. Und bei Sky bist du öfters auch mal als Experte gewesen. Mhm. Ist das so vielleicht das, was du die nächsten Jahre noch ausbauen willst? Oder in welchem Bereich siehst du dich so in der Zukunft? Also das, was Sky anbelangt, das lasse ich einfach auf mich zukommen. Bis jetzt war es immer so, ich war ein paar Mal da, es macht mir auch Spaß und werde sicherlich in Zukunft auch wieder da sein. Aber es ist so, dass ich im Moment auch in der Immobilienbranche bin. Dann bin ich auch noch in einer Sportagentur tätig und mache nebenbei noch mal so ein bisschen Fußballschule mit. Tennis spiele ich sehr gerne, da gebe ich sogar auch Unterricht mittlerweile für Kinder. Und also ich bin echt ganz gut ausgelastet, aber es macht alles Spaß. Das war das Schöne, dass ich mir das aussuchen konnte. So, ich musste erstmal ein paar Sachen ausprobieren. Bei manchen habe ich dann gemerkt, okay, das ist es jetzt nicht unbedingt. Und jetzt bin ich, glaube ich, mittlerweile so weit, wo ich sage, okay, jetzt habe ich es gefunden, was mir Spaß macht und bin echt zufrieden, so wie es ist. Und das liegt dann also zumindest nicht in der tagtäglichen Vereinsarbeit wahrscheinlich. Also zumindest momentan hast du jetzt keine Ambitionen, doch vielleicht, sag ich mal,
Nee, im Moment noch nicht. Okay. Also bei mir ist auch so, jetzt steht demnächst mal ein Umzug an. Ich werde wieder in die Heimat zurückziehen, nach Berlin. Mal gucken, was sich da denn ergibt. Ich meine, die Sachen, die ich jetzt mache, die kann ich da auch von da aus weitermachen. Aber ich würde niemals nie sagen, vielleicht in irgendeiner Form, vielleicht passiert es irgendwo mal wieder. Dann müssen wir uns aber auch wieder widersprechen. Gerne, gerne. Also dann würde ich mich an der Stelle für das Interview bedanken, für das offene Gespräch mit dir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden dich weiterverfolgen, du uns hoffentlich auch. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und ja, an euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Ich fände es cool, wenn ihr direkt hier bleibt und euch weitere Interviews von uns anguckt. Klickt auch mal hier für das Interview mit Benny Auer oder klickt hier für das Interview mit Christian Pander. Viel Spaß!